Hallo zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind wie bei den letzten Videos auch noch bei dem Thema Datenbanken und im Speziellen bei DDL. Und heute wollen wir uns mal über das Thema Index unterhalten. Also was ist ein Index, wofür braucht man den und was bringt er uns? Damit die Effizienz von Indizes verstanden werden, müssen wir noch mal kurz über den Join sprechen. Dazu habe ich jetzt einfach mal zwei Tabellen hier mir überlegt. Einmal eine Tabelle mit drei Kunden, nur mit einer Kunden-ID und einem Namen, das langt uns hier erstmal. Dann eine Bestellungstabelle mit vier Bestellungen und diese Bestellungen sind von zwei der drei Kunden erstellt worden. Das sieht man hier bei der Kunden-ID und ja, das wäre die Situation. Und wir wollen uns jetzt ein Select anschauen, das einfach mal die Kundentabelle und die Bestellungstabelle einfach zusammenjoint. So, und wenn wir das Ganze jetzt naiv aufsetzen und uns überlegen, was muss denn die Datenbank dabei machen, vor allem wenn wir jetzt keine Primary Keys und eben insofern auch keine Indizes haben, dann muss jetzt ein Vergleich stattfinden. Er muss einfach, um die zusammengehörigen Datensätze zu finden, die KID-Werte vergleichen. Das heißt, er sagt jetzt, hier habe ich die Nummer 10 und habe ich jetzt bei der Bestellungstabelle an oberster Stelle die Nummer 2. Er muss oben anfangen, denn den Rechner kann er immer nur eine Sache zu einem Zeitpunkt durchführen. Also muss er jetzt den ersten auf der linken Seite mit dem ersten auf der rechten Seite vergleichen. Und sieht jetzt, die passen nicht zusammen. Gut, dann geht's weiter. Er hat jetzt hier ein Match, das heißt der Herr Huber mit der KID 10 hat tatsächlich die Bestellung mit der Bestell-ID 8 für diese 1899 durchgeführt. Also haben wir einen ersten Match und der wird jetzt in die Ergebnismenge übernommen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt muss er den nächsten prüfen. Jetzt sieht er hier, wir haben wieder einen Match, das heißt der Datensatz wird übernommen. Jetzt geht's weiter. Hier haben wir wieder kein Match und damit hat er jetzt auf der Bestellungstabelle alle durchsucht. Das heißt, wir müssen jetzt auf der Kundentabelle den nächsten Kunden prüfen. Dazu müssen wir jetzt wieder ganz oben bei der Bestellungstabelle anfangen und wieder alle durchgehen. Also die Nummer 10, wieder eine 10 und die 2. Das heißt, wir haben hier keinen Treffer, das war ein Kunde, der nichts bestellt hat. Also gehen wir jetzt auf der Kundentabelle auf den nächsten Kunden. Und müssen natürlich wieder oben anfangen. Jetzt haben wir hier ein Match und können den Datensatz übernehmen. Jetzt geht's weiter. Die 10 hatten wir ja schon, aber er muss sie überprüfen, weil er sequenziell durchgehen muss. Gleiches gilt für den. Und am Schluss haben wir wieder ein Match, das heißt, das ist ein Datensatz, der tatsächlich oder eine Bestellung, die tatsächlich von dem Herrn Schmidt durchgeführt wurde. Damit haben wir jetzt alle Prüfungen durchgeführt. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie viele Vergleiche wir hier jetzt benötigt haben, kommen wir hier auf 12 Vergleiche. Und die 12 kommt logischerweise daher, dass wir von der linken und von der rechten Tabelle jeden Datensatz mit jedem Datensatz vergleichen mussten. Dazu kommen wir auf 12 eben 3 mal 4. Und es ist klar, bei solchen kleinen Datenbanken, wo wir jetzt hier nur 3 und 4 Datensätze haben, ist das überhaupt kein Problem. Aber stellen wir uns vor, wir hätten jetzt links und rechts jeweils 100.000 Datensätze, dann würden wir hier auf 10 Milliarden Vergleiche kommen. Und das ist natürlich performancetechnisch ein Wahnsinn. So funktioniert das nicht, wenn wir jetzt mit größeren Datenmengen arbeiten. Wir brauchen hier irgendwie eine andere Lösung. Eine Lösung wäre jetzt, dass wir nach der Kunden-ID sortieren. Das heißt, wir schreiben jetzt unsere Kunden- und Bestellungstabelle anders hin, so dass die Kunden-ID absteigend sortiert ist. Auf beiden Tabellen, auch bei der Bestellungstabelle. So, das weiß die Datenbank jetzt. Die weiß, dass das sortiert ist und geht jetzt wieder, startet jetzt wieder mit den Vergleichen. Das heißt, hier wird jetzt der erste Datensatz von der linken Tabelle mit dem ersten Datensatz der rechten Tabelle verglichen und wir haben jetzt schon ein Match. Okay, wunderbar.
Als nächstes wird der zweite Datensatz auf der rechten Tabelle verglichen. Wir müssen mit der rechten Tabelle weitergehen, weil dort eben die Referenz ist, Foreign Key. Also prüfen wir auf der rechten Tabelle weiter und sehen, aha, wir haben wieder ein Match. Jetzt gehen wir hier auf der rechten Tabelle weiter und sehen, aha, kein Match. Die Nummer 10 ist kein Match. Das bedeutet, ich muss jetzt zwingend bei der linken Seite ein weitergehen. Jetzt haben wir hier auch kein Match. Das heißt, auch hier gilt, ich muss weitergehen und zwar so lange, bis ich wieder ein Match habe. Das haben wir jetzt hier an der Stelle. So, jetzt geht's weiter. Jetzt können wir den Datensatz übernehmen. Der nächste wird geprüft. Es ist wieder ein Match. Und damit haben wir jetzt sämtliche Datensätze gefunden, die dieser Join finden muss. Und die Anzahl der Vergleiche ist jetzt 6. Das heißt, die ist zwingend kleiner gleich die Summe der Anzahl Datensätze Kunde und Bestellungstabelle. Also, das heißt, wir haben hier kleiner gleich 7 Vergleiche maximal. Und das ist natürlich sehr viel weniger, als wenn ich jetzt das Produkt habe. Gerade wenn wir uns jetzt wieder überlegen, wir haben jetzt hier auf der linken und rechten Seite entsprechend hohe Zahlen, dann ist natürlich die Summe ein bedeutend geringerer Aufwand als eben das Produkt, was die Anzahl der Vergleiche angeht. Okay, das heißt, theoretisch hätten wir jetzt eine Lösung für das Ganze, aber wir haben jetzt hier ein kleines systematisches Problem, weil wir können die Bestellungstabelle immer nur nach einer dieser Spalten sortieren. Also entweder nach der K-ID oder nach der B-ID. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo wieder eine Verjoinung mit der B-ID haben möchte, dann muss ich nach der B-ID sortieren. Und vor dem Join zu sortieren, bringt von der Performance her mit Sicherheit nicht wirklich viel. Das heißt, wir brauchen hier jetzt eine elegantere Art, diese Sortierinformation in unserer Datenbank zu hinterlegen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, wir ziehen jetzt einfach diese beiden Spalten nochmal als Kopie raus und sortieren die. Das heißt, ich lagere die Sortierinformation einfach in zwei Extrakonstrukte aus. Und das sind die Indextabellen. Das heißt, diese einzelnen Indextabellen zeigen mir sortiert nach der Kunden-ID oben und unten nach der Bestell-ID die Information, wo finde ich denn den Datensatz? Also wenn ich jetzt hier bei der Kunden-ID oberster Datensatz 2 bin, dann weiß ich ja, der steht da unten drin. Und der andere steht auf 1 höher. Und der Nummer 10 steht ganz oben. Und der nächste 10er steht an der zweiten Stelle. Das heißt, ich habe eine Referenz auf den Ort meines Datensatzes. Das wäre ein Index. Wie erstellt man die Dinge? Der Befehl ist relativ einfach. Create Index und dann gibt man dem Ding irgendeinen entsprechenden Namen. IDX BST01 beispielsweise. Und jetzt sage ich auf der Tabelle Bestellung und zwar die Kunden-ID. Und das Gleiche kann ich jetzt für die Bestell-ID auch machen. Wir werden es nachher noch anschauen. Da kann man noch ein paar mehr Sachen einstellen. Aber grundsätzlich mal wäre das der Weg, so einen Index zu erstellen. Damit wir jetzt ein paar sinnvolle Zahlen kriegen, was die Performance angeht, habe ich jetzt einfach mal diese Tabellen mit etwas mehr Datensätzen versehen. Bei der Kundentabelle habe ich jetzt 10.000 Stück reingesetzt und bei der Bestellung 100.000. Und jetzt möchte ich eben genau diesen Join durchführen. Den Join mache ich jetzt nicht mit dem Select Stern, weil dann die Ausgabe entsprechend die Performance-Angaben ein bisschen verzerren würden. Das heißt, ich mache einfach nur einen Select Count Stern über den Join. Und ich habe das jetzt hier natürlich abgekürzt für das Video. Das heißt, die Datenbank, mit der ich das jetzt hier ausprobiert habe, hat mir jetzt 33,6 Sekunden gegeben. Also eine halbe Minute sowas. Und das ist zu lang. Also man möchte nicht gerne eine halbe Minute warten, bis eben das Ergebnis zurückkommt. Also versuchen wir das Ganze jetzt mit einem Index. Ich habe jetzt hier, dass wir mal sehen, was da eigentlich auf dem Filesystem passiert bei MySQL-Datenbank, bei einer InnoDB-Speicherengine. Und zwar schauen wir uns mal hier die Kundentabelle an. Da habe ich jetzt, haben wir ja gesagt, das sind 10.000 Datensätze, das sind 480 Kilobyte, die ich hier habe. Und wenn ich jetzt hier einen Index erzeuge,
Der geht jetzt in 0,11 Sekunden relativ schnell. Sehen wir, dass hier einfach der Datenbedarf für diese Tabelle steigt. Dort sind diese Informationen drin. Gut, das Ganze kann ich jetzt für die Kundentabelle auch machen. Das heißt, wir haben jetzt für diese Kunden-ID in den beiden Tabellen, bei der Bestellung und bei der Kundentabelle, dort, wo ich eben drüber joine, die Indizes gebaut. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das Select an Performance bringt. Und wir sehen, wir haben jetzt hier mit 0,04 Sekunden ein erheblich schnelleres Ergebnis. Der Faktor ist größer als 800, den wir hier beschleunigt haben. Und steigt noch mehr, je größer die Mengen der Datensätze in den einzelnen Tabellen sind. Also das ist durchaus sinnvoll. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen extremen Vorteil an Performance-Gewinn, ohne dass sich das eigentliche Select an der Stelle ja, verändert. Die Datenbank kaspert das im Hintergrund für sich selber aus und ich muss eigentlich nur sicherstellen, dass dieser Index da ist. Wichtig ist hier, was uns klar sein muss, der Index beschleunigt den Zugriff auf unsere Werte. Natürlich ist der Join hier das Hauptkriterium, weil der relativ häufig gebraucht wird, aber bei anderen Elementen oder bei anderen Funktionalitäten hilft es auch, weil eben der Zugriff auf eine sortierte Liste erfolgt. Was auch wichtig ist, Primary und Foreign Keys erhalten bei MySQL immer automatisch einen Index. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Das heißt, der ist immer da. Deswegen habe ich auch bei meinem Beispiel anfangs die Tabelle ohne Index angelegt oder ohne Primary Key und damit auch nicht ohne den automatisch erzeugten Index. Also es ist sozusagen nicht notwendig, bei einer Tabelle, wo ein Primary Key ist, auf das Primary Key Feld nochmal einen extra Index anzulegen. Das geht von alleine. Gleiches gilt für ein Foreign Key. Dann kann man diese Indexerstellung gleich direkt ins CreateTable-Statement einfügen. Das habe ich jetzt hier mal sein lassen. Wer es wissen will, guckt einfach im Manual nach. Entscheidend ist, dass hier eben dann im Hintergrund eigentlich genau das Gleiche passiert, aber halt in einem Statement dann. So, und wichtig ist auch, dass Indizes zusätzlichen Speicherplatz benötigen. Ja, wir haben uns das angeschaut, da werden dann diese Sortierinformationen ausgelagert. Ich muss der Vollständigkeit halber noch sagen, das ist keine rein sortierte Liste, sondern das ist eine Baumstruktur, weil die zugriffsoptimierter ist. Aber das soll uns jetzt hier erstmal nicht stören. Wichtig ist für uns, dass wir die Informationen haben. Ja, wir erzeugen hier einen zusätzlichen Informationsblock, der natürlich auch gespeichert werden muss. Wie auch immer der dann funktioniert, das Ergebnis wissen wir, es ist die bessere Performance. Und wir können Indizes noch über mehrere Spalten realisieren. Das Statement würde so aussehen, wenn wir jetzt beispielsweise auf die Idee kommen würden, bei einer User-Tabelle über Nachname und Vorname irgendwie zugreifen zu wollen, dann könnten wir das hier mit in Klammern beiden Spalten machen. Wer sich das Manual gerade von MySQL etwas genauer anschaut, wird sehen, da gibt es auch sehr viel mehr. Wir können Indizes für Teilelemente erzeugen, wir können, was weiß ich, für die ersten 10 Buchstaben und so weiter. Interessiert es hier erstmal an der Stelle nicht. Wichtig ist mir, dass man die grundsätzliche Idee versteht. So, und bei diesem kombinierten Index möchte ich noch mal ein paar Details noch mal zum Besten geben. Und zwar, wir stellen oder können uns diesen Index relativ gut vorstellen wie so ein Indexverzeichnis in einem Buch, so ein Schlagwortverzeichnis. Das heißt, wenn wir jetzt ein Buch haben und hier so ein Index haben, das wäre ein recht gutes Gleichnis für unseren Datenbankindex. Warum? Weil dieser Index im Buch ja auch Seiten benötigt, also Platz, genauso wie unser Index im Verzeichnis oder in der Datenbank. Und der Index hilft uns eben, die Location von den einzelnen Stichwörtern zu finden. Das heißt, wenn wir jetzt irgendein Buch haben über irgendwelche Personen, dann stehen halt da irgendwelche Personen drin. Und wenn jetzt die Idee ist, ich möchte jetzt wissen, wo etwas über, sagen wir mal, Albert Einstein drin steht, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe durch jede Seite des Buches durch bis zum Ende und suche alle Seiten, wo irgendwas über Albert Einstein drin steht.
Wenn es nur eine Seite ist, ist es gut, aber ich weiß es nicht. Das heißt, ich muss bis zum Ende durchgehen. Das wäre genau das, was die Datenbank dann auch ohne im Index mit einer Suchanfrage machen würde. Und diese Vorgehensweise kann ich nur dann abkürzen, wenn ich ein Schlagwortverzeichnis habe. Und so wie hier, und dann gehe ich eben nicht auf jede einzelne Seite und suche hier selber nach dem Albert Einstein, sondern ich kann hier diese Suche einfach hier über diese Seitenangabe eben realisieren. Und ich sage, aha, wenn ich jetzt auf die Seite 80 direkt gehe, dann habe ich meinen Albert Einstein gefunden. Und das wäre jetzt der Index. So, beim kombinierten Index wäre das tatsächlich genau so. Ich hätte jetzt hier wenn ich den kombinierten Index über Nachname und Vorname realisiere, dass ich dann eben Einstein, Albert suche und finde. Was ich jetzt hiermit allerdings nicht machen kann, ist, wenn ich jetzt sage, suche bitte alle Seiten mit dem Namen Albert. Das würde nicht gehen, weil der Index kombiniert ist. Ja, also ich kann es nicht über den Index lösen. Das heißt, hier müsste die Datenbank jetzt wieder über die Einzelseiten gehen. Und wenn man solche Situationen hat, die zugegebenermaßen einigermaßen skurril sind, aber durchaus vorkommen können, dann muss das Ganze anders realisiert werden. Dann erzeuge ich einfach einzelne Indizes. Das heißt, ich sage jetzt erstmal Create Index über den Nachnamen und dann kann ich sagen Create Index über den Vornamen. Und wenn ich jetzt hier alle Seiten mit dem Namen Albert suche, dann kann ich hier einfach darauf zugreifen und sagen, aha, die Seite 80 und 304, dort finde ich alle meine Alberts. So, und wenn ich jetzt allerdings auf Albert Einstein gehe, das heißt, ich suche Albert Einstein, dann muss er beide Indextabellen durchforsten und dann finden wir hier zwei Informationen und die muss ich jetzt matchen. Ich sage, aha, Einstein steht auf 80, Albert Einstein auf 80 und auf 304, also gehe ich auf die Seite 80 und bin wieder genau da wie vorher. So, das heißt, es muss uns jetzt klar sein, wenn wir mit Indizes arbeiten, dass wir wissen, wie greifen wir denn auf diese Daten zu. Also, es ist klar, dass die zwei getrennten Indizes langsamer sind wie der kombinierte, wenngleich sie auch extrem viel schneller sind als gar kein Index. Ja, also das kann man durchaus hier vergleichen, wenn man sich vorstellt, wie man das Ganze manuell machen würde. Ansonsten ist klar, dass wir normalerweise unsere Daten nicht über Vor- und Nachname identifizieren, sondern über die IDs. Und dann haben wir dieses Problem der Fragestellung des kombinierten Index nicht. Trotz allem finde ich es wichtig, mal das Konzept dahinter zu verstehen, weil sollte man mal, was weiß ich, mit einer Tabelle arbeiten mit Telefonnummern und ich habe halt die Spalte Ländervorwahl, Vorwahl, Durchwahl jeweils als kombinierten Primary Key, dann muss ich wissen, dass wir hier über einen kombinierten Schlüssel entsprechend auch sprechen. Gut, das war's so von meiner Seite. Das Thema Index ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Er ist auch wirklich sehr, sehr einfach in der Handhabung. Aber ja, man sollte auf jeden Fall wissen, was da dahinter steckt, weil der Index ist auf jeden Fall immer der erste Schritt, wenn wir irgendwelche Performance-Probleme haben, dass man guckt, gehen wir denn, was die Joinerei angeht, immer über indizierte Felder oder nicht? Und wenn nicht, dann müsste man hier eben entsprechend nachhaken. So, das wird jetzt erstmal für die nächste Zeit das letzte Datenbankvideo sein. Ich werde mich jetzt wieder um ein paar andere Sachen kümmern. Was mittelfristig dann vielleicht noch ergänzt wird, das wird sich zeigen. Aber ja, basierend auf der Lehrplanumstellung, die sich 2022 eben ergeben hat, muss ich hier noch ein paar Sachen dann umbauen. Und ja, insofern, ich hoffe, es bleibt für die meisten nach wie vor interessant und hilfreich. Und bis zum nächsten Video, wie immer, dranbleiben.